Kumpel hat sich damals ein Bike gekauft und ich habe mir gedacht, ich brauche auch eins, weil ich will genauso cool sein wie er. Und dann haben wir mein erstes Track-Bike gekauft. Vor 9 Jahren war das und seitdem bin ich dabei geblieben. Die Szene war anfangs groß und ist danach wieder sehr klein geworden. Aber seit den letzten 2 Jahren, seitdem wir aktiv sind, werden es jedes Jahr immer mehr fahren. Und wir haben derzeit in Innsbruck und Umgebung ca. keine Ahnung, 30 Leute, 35 Leute, die fahren. Und es läuft sehr gut, weil es gibt ja einen Shop, der BMX verkauft. Und insofern tipptopp, Weltgrößer. Aufgrund des schlechten Wetters der letzten 2 Jahre haben wir uns gedacht, jetzt machen wir mal einen Contest im Frühling. Und der findet gerade heute am 11. Mai, den Muttertag, statt. Und ich hoffe, es kommen noch viele Leute zuschauen und auch mitfahren. Die meisten sind eh aus Tirol. Es sind schon aus Deutschland jetzt welche angekommen. Es kommen noch aus Wörgl welche. Wir aus Innsbruck sind da und aus Zürich kommen auch noch einige. Und aus Imst sind auch schon 2 da, habe ich gehört. Ich habe sie nicht gesehen, aber scheinbar gibt es sie da. Yeah, baby, I like it raw. Oh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Oh, any mad topic, get copper. You ain't a flosser, you man, a bitch. You do a flosser, it's time to meet the big bosser. A whole of bees and a half of a one slosher. All my beans in the glass, so we must flosher. Man, I still chopper. You man, I'm losing it, I'm doing it like big popper. That's why you hot, yeah. The furthermore, I will pop ya. You hear the sound on my TikToker. Blah. Einfach eine extrem gute Fahrer da. Vor allem die Jungen waren extrem super. Waren. Ich bin echt super erfreut auf das. Finde ich super cool und ja, hat mir gut gefallen. Bin zufrieden.